Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spiele jetzt hier eine neue Folge NotPrawn. Ist ja nicht wirklich ein Spiel, ist eigentlich ein Rätsel, was ich versuche hier zu lösen. Und zwar das schwerste Rätsel der Welt. Das ist keine Übertreibung. Das sagen viele, die Betreiber selbst, und andere haben es nie widerlegt. Und zwar sind es, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, 30, 40, 50 Millionen Leute haben es probiert zu lösen und 50 haben es geschafft. Irgend sowas. Steht auf jeden Fall auf der Homepage. Auf jeden Fall mehrere Millionen Menschen haben probiert, dieses Rätsel bisher zu lösen. Es ist so wie ein Escape-Spiel ein wenig. So, man muss immer von einem Level ins nächste. Und ich bin jetzt hier in Level 14. Und da bin ich jetzt hängen geblieben. Und da habe ich ein Video gemacht, vor 2 Tagen oder so, glaube ich. Habe ich das letzte online gestellt. Und dann habe ich, nachdem ich das Video hochgeladen habe und online gestellt habe, habe ich noch ein bisschen weiter probiert. Und dann habe ich das Level geschafft. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie es funktioniert. So, wir steigen da jetzt mal ein. Hier sind meine NotPrawn Levels. Und zwar, das ist Level 14. Da war das Passwort noch Devil und Hell. Das kennen wir bereits. So, wieder immer diese grottige Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum ich genau diese Musik ausgewählt habe, aber das ist leider so. Okay. Und ich habe ganz viel gesucht. Ich dachte immer, es hat was mit dem Big Bad Voodoo Daddy zu tun. Und ich bin auf dieses YouTube-Video gekommen. Das habe ich euch im letzten Video auch gezeigt. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist richtig. Da, mit dem muss es irgendwie was zu tun haben. Hat es aber nicht. Und deswegen, ich meine, ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, was könnte dieses Neo hier bedeuten? Neo und Been There. Und dann He Knew the Feeling. Und dann habe ich mir das noch angeschaut, wo da steht. Es ist nicht Level 5, es ist Level 14. Und zwar haben die das deswegen dahingestellt, damit man nicht die Lösung so sucht wie im fünften Level. Weil im fünften Level ging es darum, dass ich einen Titel von diesem Album aussuche. Also das Album hat eigentlich nichts damit zu tun, es führt einen nur in die Irre. Und man steht auch, man soll das Passwort, das Französisch, erkennen, was das für eine Sprache ist, wenn man da draufklickt, das ist Französisch. Und dann soll man es verwenden. Steht im Quelltext der Seite. Das habe ich im letzten Video gezeigt. Und hier steht He knew the feeling. Und dann Been there. Und dann auch Neo. Ich meine, Neo kennt man eigentlich aus Matrix, ne? Das ist so der bekannteste Neo-Charakter, den es so gibt. Und da gibt es was, was im Französisch vorkommt. Ich weiß nicht, ob die Anspielung von Neo darauf hin ist. Wahrscheinlich ist das einfach ein zusätzlicher Hinweis. Und dann geht es einfach darum, He knew the feeling. Das ist, wenn du das Gefühl kennst, irgendwo schon gewesen zu sein. Been there. Dort gewesen zu sein. Und bei Neo, der war auch dort. Neo, been there. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Worum geht's da? Geht es da um die Zukunft? Geht es um die Matrix? Weil beim Matrix-Film kommt das immer wieder vor, dass sie ein Déjà-vu haben. Also das Gefühl, etwas schon erlebt zu haben. Und das ist eigentlich ein französisches Wort. Déjà-vu. So, und dann habe ich gedacht, das muss das Passwort sein. Und siehe da, déjà vu. Und ich bin im nächsten Level. Hat ewig gedauert. Ich glaube, ich habe 5 Stunden oder so gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Für euch habe ich damals nur 15 Minuten aufgezeichnet, weil ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass das interessant ist, dass mir jemand 5 Stunden beim Eintippen falscher Passwörter zuschaut. Und hier könnt ihr sehen, was ich mir alles notiert habe damals. He knew the feeling, in Google suchen, Quoi heißt was, ist Französisch, Neo been there, das habe ich nicht ganz verstanden. Dann, wo waren die? Im Majestic Ventura Theater. Und dann habe ich herausgefunden, dann habe ich das probiert, in Französisch zu übersetzen. Das hieß Le Majestic Theater, hat aber auch nicht funktioniert. Und dann habe ich das ohne Abstand eingegeben, weil normalerweise muss man etwas wieder ohne Abstand eingeben. Dann habe ich geschaut, wo das ist. Ventura liegt in Kalifornien, auf Französisch ist es Kalifornien. Also ich habe echt 1000 Sachen, glaube ich, probiert. Und eigentlich war das alles der falsche Weg. Das richtige Passwort war einfach Déjà-vu. Naja, so, jetzt bin ich in Level 15. Ich habe das Level 15 jetzt noch gar nicht probiert. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich dachte, ich will es gar nicht, sondern wir machen das gleich zusammen hier. Also zusammen und Anführungszeichen, sondern ihr seht das quasi wie live. Ich glaube, das ist unterhaltsamer für euch und interessanter auch für mich. Ich möchte nicht immer hinterher erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Vielleicht schaffe ich es ja gleich. Haha. So, hit the keys steht hier links oben. Drückt die Tasten. NotPrawn Rusty.
Rusty Board. Rostiges Brett. So, dann gibt es hier noch einen Passworthinweis. You are on your own. Du bist auf dich allein gestellt, quasi. Okay. Hit the keys, you are on your own. Okay, mal sehen, was noch als... Das ist der Quelltext. Hoppla, der Quelltext, den schauen wir uns jetzt auch noch an. Der zeigt mir was an. 1, 4, 2, 1, 3, 4, 6, 2, 3, 1, 9, 3, 7, 2, 2, 6, 1, 8, 5. Okay, diese Zahlenfolge ist einmal ein Hinweis. Da unten steht noch, this message is only for French people and maybe Belgium. Okay, das interessiert mich also nicht. Diese betrifft jetzt irgendwie Leute, die aus Frankreich sind und aus Belgien. Okay. So, wir haben jetzt hier Hit the Keys. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Also wenn das Alphabet ist, ist es kein schweres Rätsel. So, wir tippen da jetzt mal diese Dinger hier ab. Kopieren, das kann man da rauskopieren. Einfügen. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt die Buchstabenfolge. Die Zahlenfolge. 1, 2, irgendwas. Wir probieren das mal so. Ich werde jetzt die Buchstaben, die Zahlen hier rauslöschen, die in der Mitte drin stehen. Und jetzt werde ich die rauslöschen, die da drin stehen, um zu sehen, was rauskommt. Es kann auch sein, dass das Passwort eine Zahl ist. So, ich kopiere mal das da rein. So. Jetzt wollen wir das probieren. 1, 2, 3. 2, 1, 3. 2, 1. Das ist mal das erste Passwort. Also die erste Zahlenfolge und die andere, die außerhalb der Zahl, der eckigen Klammern ist, ist 4, 1, 6, 3, 9, 7, 2, 6, 8, 5. Nein, das war es nicht. Also 1, 2, 3. 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Und die andere Zahlenfolge habe ich richtig eingegeben mit 4, 1, 6, 3, 9, 7, 26, 85. Rusty Board. Das könnte 26 bedeuten und 85. Wir schauen jetzt nochmal den Quelltext nach. Oder? Schauen wir den Quelltext nochmal nach. Wo ist der? Vielleicht steht noch mehr dran. Hit the keys. 1, 2, 3. 2, 1. 3, 2, 1. Ja, aber was ist dann 85? Ja, aber hier steht mal was anderes. Da steht nämlich, this message is only for French people and maybe Belgium. Votre clavier est erroné. Hat das was mit dem Klavier zu tun? Das ist ja keine. Habe ich überlegt, ob das jetzt nicht Tastaturtasten sind, sondern vielleicht Tasten auf einem Klavier. Sorry, just bubblefish. I have no clue if it's good, but you can translate it back. Was wollen Sie mir damit mitteilen?
Wenn ich mir jetzt meine Tastatur anschaue, ich habe eine handelsübliche Tastatur, könnte das die erste Taste, die zweite, die dritte, die zweite, die erste, die dritte, die zweite, die erste sein. Und dann auch noch die vierte, erste, sechste, dritte, neunte, siebte. Von mir aus sind es entsprechend diese Tasten auf der Tastatur. Hit the keys. 1, 4, 2, 1, 3, 6, 2, 3, 1, 9, 3, 7, 2, 26, 1, 85. Aber was entspricht 85? Was kann das bedeuten? Von mir aus sind das seine Tastenzahlen. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Brauche ich so ein Handy, so ein altes Handy, wo man das so eindrückt vielleicht? Wo man diese Tastatur hat von den Handys? Was kann das bedeuten? Eins. Weißt du, früher gab es ja so Handys, ne? Da hast du auf eins drei, viermal gedrückt und dann hast du einen Buchstaben gehabt, zum Beispiel A, B, C, D, A, B, C, D. Da war es zum Beispiel D. Die zweite Taste, F, zweimal F. Die dritte, den Dreier sechsmal, den Zweier dreimal, den Einser neunmal, den Dreier siebenmal. Ja, das kann nicht so sein, oder? Vielleicht ist das so. Aber dann hätte ich auch nur 4, 1, 6, 3, 9, 7, 26. Was ist der Rusty Board? Board. Rusty Board, ein verrostetes. Ist eine Handytastatur. Alte Handytastatur. Zum Beispiel die hier. So, jetzt machen wir mal die da auf. So, das da legen wir drunter irgendwie. So, jetzt drücken wir mal drauf. Also, wenn wir jetzt die erste Taste viermal drücken, dann haben wir gar nichts. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Okay, das können wir so lassen. Bei dem anderen hätten wir 4. Jetzt kriegen wir nichts aus G. Wenn das 4 eine G ist? Nein. Wenn man den 1er 4 mal drückt, hat man aber nichts. Wenn man den 2er einmal drückt, hat man A. Den 3er 6 mal drückt, hat man wieder F. A, F. Den 2er 3 mal C. A, F, C. Den 1er 9 mal bringt nichts. Ist das eine alte Handy-Tastatur oder ist das was anderes? Probieren wir mal kurz. Vielleicht habe ich es nur falsch kopiert, aber ich glaube nicht, dass ich es falsch kopiert habe. Falsch eingegeben haben. Ich glaube schon, dass es eine Buchstabenkombination sein muss, die da rauskommt.
nehmen. You are all on your own. Hit the keys. Ja, welche Keys? Hit the keys. Die Keys lauten 1, 4, 2, 1, 3, 6, 3, 1, 9, 3, 7, 2, 6, 1, 8, 5. Es gibt aber keine Taste 26 oder Taste 85. Votre clavier est erroné. Ich glaube nicht, dass das nur ein Votre clavier est erroné. Wenn mich jetzt meine Übersetzungskünstler nicht Your keyboard is wrong. Aha. Es hat doch was mit der Tastatur zu tun. Ich muss die Zahlenkombination herausfinden. Welche Taste das hat? Tastatur. Nummer der Tasten. Kaum, wo man die Tastenbelegung der Taste ändern kann, nur wird dort nur die Nummer der Taste und der Recapture-Wert Taste 58 und Pfeiltaste wäre 200. Wo kann ich die Tasten und dazugehörige Nummer einsehen? Ah, da bin ich schon auf der richtigen Seite. Nicht hilfreiche Antwort. Die hier ist besser. Also es ist wieder so eine ASCII-Sache. Schauen wir mal gleich. ASCII-Zeichen. Also, was haben wir? Wir haben hier die Nummer 1. Oder 85 zum Beispiel hätten wir. 85 ist was? Ist ein großes U. 26 wäre... Sehen wir das? Tabulator. 1,26, 2,26. 26 ist hier nicht sichtbar. Tastaturbelegung. Schauen wir mal, was da steht. Alphanumerische Tasten. Tastaturbelegung Expertentastatur. Schweiz. Deutsch. Ja, es muss hier eine... Querztastatur verwendet, okay. Wir haben ja die Querztastatur. Nein, es muss irgendwie... Welcher Code hat jede Taste? Tastaturtaste und Tastencode-Taste. Na bitte, schau, da gibt es sogar einen Tastencode. Es entspricht auch dem ASCII-Code. Aber haben wir hier 26? Wir haben nur 126. Ja, aber es gibt hier aber doch hier die 26 und 85. 85 wäre eine U. Okay, schauen wir mal kurz, was ist 7? 7 ist 7. Funktionstasten, numerische Tasten, Alphabet
Nein, 7 ist 55. Es gibt keine 7 an sich. Die Zahlen beginnen mit 65. Was sagt er? Hit the keys. Rusty board. Rusty heißt rostig. Board heißt Brett. Französisches Handy-Tastatur. Ich glaube immer noch, dass es was mit einer Handy-Tastatur zu tun hat. Echt, die französische Tastatur hat oben keine. Die Franzosen, die andere Tastatur wie wir. Die haben eine Acert YU. Echt jetzt? Tatsächlich, die haben ein anderes Keyboard Layout wie wir. Die Franzosen haben A-Z-E-R-T und wir haben Querz oben. Die haben A-Z-E-R-T-Y. Und wir müssen die Tasten aber so drücken, wie sie im Englischen sein sollen. Es geht um eine englische Taste. France Keyboard Layout. Handy. Wir haben echt eine andere Tastatur, das ist der Wahnsinn. Wie spielen denn die PC-Spiele? Okay, Rusty Board. Gut, wir wissen mal, es scheint doch um eine Tastatur sich zu handeln. Um eine gewöhnliche Tastatur. Da müssen wir eingeben 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Dann müssen wir eingeben 4. Taste, 1. Taste, 6. Taste. Aber beginnend wo zu zählen? Ich probiere jetzt einfach mal. Die Tasten so zu drücken, wie sie denn wären. Also 1 wäre Q, 2 wäre W, E, die dritte Taste, die zweite Taste wäre wieder Q, wäre W, die erste wäre Q, die dritte E, dann gibt es die zweite, die wäre. Vielleicht sind das Reihen. Vielleicht ist das erste Reihe, vierter Buchstabe, zweite Reihe, erste Buchstabe, dritte Reihe, sechste Buchstabe, neunte Reihe und so weiter. Das
könnten Reihen sein. Okay, probieren wir mal so. Erste Reihe, 4. 1, 2, 3, 4, das ist R. Zweite Reihe, 1. Das ist A. Dritte Reihe, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist N. Zweite Reihe, 3. D. Zweite Reihe, 3. Erste Reihe, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da kommt random raus. Dritte Reihe, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsächlich random. Haha, so funktioniert das. Okay, das ist ein Tastaturlayout. Wir waren jetzt schon hier. Dritte Reihe, 7. So, jetzt haben wir zweite Reihe, 26. Das ist komisch jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Also bis dahin steht schon mal random. Bis hier steht random. Das wird R-A-N-D-O-M, random. Zufällig auf Deutsch. Und dann zweite Reihe 26, erste Reihe 85. Was meinen Sie mit 26? Ich habe doch nicht 26 Tasten in einer Reihe hier stehen. Hit the keys, rusty board. Okay, die tippen wir so ein. 26, 85. Nein. Random. Wir sind immer noch in der zweiten Reihe. Und dort muss ich die Zahl 26 eingeben. Wie soll ich das machen? Nochmal, ich zähle nochmal die Tasten durch. Ich zeige mal, ich habe so eine gelbe Tastatur. Habe ich mir selbst markiert. So. Und? Da tue ich jetzt 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, S. Und jetzt erste Reihe 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, QA, das glaube ich nicht. Mir ist während dem Zählen ist mir was eingefallen hier. Vielleicht bedeutet das ist 2 und 6. Zweite Reihe 2. Also S. Und zweite Reihe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 in der ersten Reihe. 1, 2, 3, 4, 8. I. Und 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was habe ich jetzt geschrieben? Was habe ich jetzt geschrieben? Das hat funktioniert, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Haha, aber ich bin weiter. Also warte mal, achte, damit ihr auch wisst, was da, was das Passwort ist. Ich brauche es dafür hier eintragen. Random Shit, glaube ich, habe ich geschrieben gerade. Random Shit, ja. Random. Und zwar habe ich so durchgezählt. Achso, das ist wurscht. Das war eh verständlich, glaube ich. Für euch, oder? Warte, ich zeig's mal in Großbild. Wenn das Tastatur ist, ist schon ein bisschen abgegriffen bei mir, dann habe ich hier begonnen zu zählen, von oben, wo ist der Tabulator, auf der Seite, genau, habe ich da runtergezählt, zum Beispiel war hier die Zahl 2, war 1, 2, 2, 3, ich habe immer bei den Buchstaben begonnen zu zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, war zum Beispiel dann der Buchstabe, und so weiter. Auf jeden Fall hat es funktioniert,
Und ich bin jetzt weiter und das Ding wird S-H-I-T. Also es war S, es war H, es war I, es war T. Random. Random Shit. Und das neue Passwort heißt, das neue Level schreiben wir noch, speichern wir rein. Jetzt sind wir im Level 16. Das ist super, so, jetzt haben wir das auf die Seite. Hatte gar nichts mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun, es war einfach nur das hier gemeint. So, Resümee heißt das Level.